Schön, mal wieder da zu sein und auch, okay, jetzt nicht so viel, aber zumindest ein paar Bekannte und auch neue Gesichter zu sehen. Ich entschuldige mich schon mal für Huster, falls welche reinkommen, da ich, wenn man es vielleicht hört, etwas krank bin. Menschlichkeit. Ich sehe keine Menschlichkeit in unserer Menschheit. Meine Welt zeigt mir, dass auch Menschliche ist, wenn man unmenschlich ist. Somit ist das Unmenschliche auch menschlich. Und darum auch Menschlichkeit. Dabei ist man doch nur Mensch, wenn man menschlich ist. Alle sprechen davon, dass man menschlich sein muss und unsere Menschlichkeit bewahren muss. Denn nur so sind wir Menschen. Das Problem ist nur, dass viele Menschen Menschlichkeit anders ansehen, als es andere Menschen tun. Somit liegt auch Menschlichkeit genauso wie Schönheit im Auge des Betrachters. Und man weiß, dass das ein schier unendliches Spektrum sein kann. Ein Beispiel für das Gegenteil: Folter. Das Ausreißen von Gliedmaßen und die Verstümmelung derer. Unvorstellbare Qualen auf der einen Seite und vielleicht sogar ein Lächeln auf der anderen. Die Freude daran, kolossale Schmerzen zuzufügen. Das sehen wir als unmenschlich an. Wenn das nicht menschlich ist, sind es wir denn dann noch? Viele von uns haben Folter wie diese auf eine andere Art mit Sicherheit in ihrer Schullaufbahn erlebt. Ein paar von den hier Anwesenden werden wahrscheinlich auch die Rolle des Foltermeisters oder des Opfers eingenommen haben. Hier haben wir dafür in den meisten Fällen mentale Folter. Demütigung, Verspottung, Erniedrigung. All diese Foltermethoden werden nicht nur in einem Keller der IS-Miliz weit weg im Nahen Osten vorgeführt, sondern auch an unseren Schulen, in unserem Leben. Und dass es genauso ernst sein kann, zeigen die in den Medien aufscheinenden Namen wie Megan Mayer, Jessica Lanney oder Amanda Todd. Aber Unmenschlichkeit findet sich nicht nur in anderen Teilen der Erde. Wir sehen zu, wie ehrliche Agrarproduktionen den Garaus gemacht werden, lassen Großkonzerne wie Nestlé Menschen für einen Hungerlohn arbeiten, sehen zu, wie unsere Böden, Flüsse und Luft verpestet werden, sodass das bloße Einatmen ein Gesundheitsrisiko darstellt. Wir lassen zu, dass 43% der weltweiten Staaten offiziell Frauen als minderwertig ansehen und in 81 Staaten auf dieser Welt die gleichgeschlechtliche Liebe illegal ist. 800 Millionen Menschen von rund 8 Milliarden Menschen hungern auf dieser Welt. Das heißt, sie sind weit unter dem täglich nötigen Kalorienbedarf. Sprich, jede 10. Person hier in diesem Raum wäre dabei unterernährt. Pressefreiheit wird aktuell in 70 Staaten aktiv bekämpft und in 23 Ländern befinden sich mindestens jeder zweite unter der Armutsgrenze. Das ist Unmenschlichkeit. Unsere Welt, in der wir jetzt gerade leben, ist vollkommen unmenschlich. Und jeder, der sich denkt, ach, da kann man ja mein Auge zudrücken, sollte jetzt nicht unbedingt den Raum verlassen, aber sollte einmal nachdenken und es sollte der Person klar werden, dass er oder sie nicht die einzige Person ist, auf die man Rücksicht nehmen sollte. Das Ganze ist nicht die Schuld von euch hier drin, aber nichtsdestotrotz gehören wir allesamt zur erbärmlichsten Gattung dieses Planeten an. Bis wir es nicht schaffen, vollkommen zu begreifen, wie unsere gesamte Gesellschaft Fehltritt für Fehltritt ausführt und lernen, diese Fehler auszubessern, können wir es genauso sein lassen. Wir schaffen es, exorbitant komplizierte Staatswesen zu erstellen und Kulturwerte zu erschaffen, aber stehen uns selbst im Weg. Bei dem Rennen zum Mond starben viele Astronauten und Kosmonauten. Amerika hatte Probleme, bei denen sich Russland besser schlug. Russland hatte Probleme, bei denen sich Amerika besser schlug. Hätten es beide von vornherein geschafft, sich gemeinsam auf eine Kooperation zu einigen, hätten viele Menschen nicht sterben müssen. Dabei war nicht allein die Staatsführung in Schuld. Auch die Bevölkerung der jeweiligen Staaten wollte die Nationalflagge des eigenen Landes am Mond wehen sehen. Das gesamte Konkurrenzdenken kostete nur Zeit und Menschenleben. Ein gutes Beispiel für eine gute, funktionierende Methode haben die Fische. Nehmen wir einmal den Atlantischen Hering.
Der Hering ist ein Schwarmfisch. Schwarmfische haben die Eigenschaft, wie es der Name schon sagt, dass sie sich in Schwärmen aufhalten. Ähnlich wie der Mensch, der gerne in Gemeinden und Städten lebt. Diese Heringsschwärme schaffen es in ihrer Lebenszeit, enorme Strecken zurückzulegen und schützen sich als Gruppe gegenseitig vor Gefahren. Transferieren wir einmal dieses Schwarmverhalten ausgeklügelt zur Menschheit und wir hätten eine gemeinsame Gesellschaft, eine gemeinsame Erde, mit der wir als gemeinsamen Planeten den Weltraum erkunden könnten. Während das Gehirn des Herings nur wenige Kubikmillimeter einnimmt, schafft es genau so etwas im Meeresbereich. Im Gegensatz zu unserem. Natürlich, eine derartig simpel gestaltete Version der Gemeinsamkeit wäre schwer bis unmöglich. Aber essentielle Teile des Konzepts könnten für uns immense Vorteile bringen, wenn wir es einmal klein und einfach halten. Wenn wir an Menschlichkeit denken, denken wir doch eigentlich meistens an Zusammenhalt und Liebe. Dem freien Lauf von Ideen und Vorstellungen, dem Erleben von lang ersehnten Träumen und Wünschen. Es ist nicht so schwer, die Welt zumindest für den Anfang ein kleines bisschen menschlicher zu machen. Ein Lächeln könnte schon Wunder wirken. Einfach das Umarmen von Personen, die man gerne hat. Mit Schenken von Freude erhält man auch Schenken zurück. Allein werden wir es niemals schaffen, die Probleme unserer Generation zu bewältigen. Aber gemeinsam, als die Gattung Mensch und nichts anderes, haben wir gute Chancen. Unser Leben ist nicht grausam. Wir sind grausam. Wir sind die, die das Leben letztendlich grausam oder lebenswert machen. Wir als Menschen. Vielen Dank.